Jacke haben wir auch noch drin. Als dieser Scheißkerl sich denn jetzt Kram schnappte, bin ich einfach ausgeflippt. Okay, dann gucken wir mal. 93, so bis ging bis 78, ne? Ja. Jo. Ich lag wochenlang im... Okay, das hatten wir auch schon. Jupp. Hab versucht zu zeichnen, die Zeit totzuschlagen. Das Zimmer ist wie ein Käfig. Doch jetzt... doch, ich bin jetzt scheiße. Das hatten wir aber auch schon. Warte. Hm. Hatten wir das auch? Ja, das hatten wir auch. Happy Birthday, Daniel. Wo auch immer du bist, Enano. Claire und Steven hatten wir auch. Das hatten wir auch. Das auch. Das ist, glaube ich, jetzt das Neue. Floss hat versucht, mir was anzuhängen. Schon wieder. Kannst ihr nicht verübeln. Das haben wir gezeichnet. Hab mich aus einem Fenster aus dem Krankenhaus geschlichen. War nicht einfach. Ist auch nicht so geil, so ein Tagebuch mitzuführen, wenn ich mal ehrlich bin. Wenn der geschnappt wird, dann steht da alles da drin. War nicht einfach mit nur einem Auge. Mir war nicht klar, wie verflucht hoch es war. Vielleicht hat's geholfen. Scheiße. Ich bin noch nicht fit genug für diesen Trip. Diese Kopfschmerzen bringen mich um. Kein Bargeld, kein gar nichts. Werde von so vielen Geistern verfolgt. Aber ich muss mich auf das Wichtigste konzentrieren. Nevada erreichen, Daniel nicht finden. Daniel finden. Entschuldigung. War ich gerade wieder wütend. Aber das ist, wie gesagt, ich habe meinen Daniel halt so gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Es ist so, so schwer zu fahren. Es ist ein beschissen... Hallo? Ja. Es ist ein beschissenes Wunder, dass ich noch keinen Unfall gebaut habe. Naja, ist ja so eine... Bei den Straßen kommt ja auch dir oftmals nichts entgegen in Amerika. Also bei diesen Nevada da, bei dieser ausgebauten, verlassenen Straße, meine ich jetzt. Ich muss bald rechts ranfahren, um mich auszuruhen. Mit nur einem Auge im Dunkeln zu fahren, ist echt übel. Das würde sich besser anfühlen, in einer mondlosen Nacht an einer Klippe entlang zu laufen. Hab mich von rassistischen Arschlöchern erniedrigen lassen, damit sie mich nicht verprügeln. Tut weh, aber es ist mir egal. Meine einzige Priorität ist es, Daniel zu finden. Keine große Sache. Ego. Kein Benzin mehr, ich muss laufen. Ende der Straße. Unsere Zeichnung. Laufe die verbleibenden Meilen nach Haven Point in der Wüste. Kein Essen, kein Wasser. Und mein Auge und meine Haut brennen höllisch. Vielleicht sterbe ich hier. 10 Meilen entfernt davon, Daniel zu finden. Nein, ich muss für ihn durchhalten. Okay, Daniel wurde von einem Kult einer Gehirnwäsche unterzogen. Er will bei ihm bleiben und ich hab's mit der Pastorin versaut. Bin ihr direkt in die Falle gegangen. Ich bin so blöd. Also, Karen, was zum Teufel macht sie hier? Wie hat sie uns gefunden? Ich will nichts von ihr. Nada. Aber sie ist gerade deine einzige Chance. Tatsächlich. So, das ist das, was wir gerade gefunden haben. Hier haben wir noch ein Handy. Karen was always into low-tech. I even think it's the one she had back then. Er hat sie halt noch aktiv mitbekommen, ne? Und ich kann es verstehen, dann war sie halt plötzlich weg. Nach draußen sehen. This place is quite remote. Good. At least nobody will be looking for me here. Na, guck mal. Diesmal nehmen wir alle Zeichnungen mit, natürlich. I got a few moments to myself, so let's practice. I could see myself stopping by this motel during a road trip. Taking a dip in the pool after a long ride. These mountains really inspire me. Just look around you. Huch, warum hat er das jetzt weggemacht? Der stoppte es plötzlich. Hey, darf ich? Was machst du? Warum hast du so geguckt? I guess that's an okay start. But I can keep going. I wonder who lives around here. It's so wild and huge. Okay. Just draw now.
Don't think about anything else. Ich weiß, das ist für ein Let's Play, glaube ich, eher störend. Und früher war da ja auch immer Musik dabei. Aber so haben wir das am Ende schön im Buch. Und ich versuche das auch so schnell wie möglich immer zu machen. Got a good picture of it. Okay. I'm ready to draw now. Schick. Oh. All right. Back to reality, dude. Okay, los geht's, weiter. Na, oh. Da. Be right back. We'll find out. Bin kurz einkaufen. Ich hole was zu essen, falls du hungrig bist. Neue Socken und Unterhosen sind im Bad. Gehören dir, falls sie passen. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, Jacob anzurufen. Seine Nummer steht in seinem Brief. Bin bald zurück. Karen. Jetzt hatte ich mich doch vertan mit Jacob. Jeez. It only took Supermom 8 years to give a shit. Liebe Mrs. Diaz, mein Name ist Jacob und ich habe von ihren Söhnen Sean und Daniel auf einer Farm in Kalifornien gearbeitet. Es gab einige Probleme und Sean wird vermisst. Ich bin jetzt mit Daniel in Haven Point, Nevada. Er gab mir diese Postfachadresse. Ah, falls Sie dies bekommen, ich denke, Daniel ist in Gefahr. Er braucht Hilfe, um von hier wegzukommen. Ich kann ihm mehr erzählen, wenn Sie mich unter dieser Nummer anrufen. Bitte beeilen Sie sich. Da war das gerade gar nicht, Jacob. Oh Gott, what the fuck? Ich bin extrem verwirrt jetzt gerade. Warte mal. Ich bin extrem... Das war nicht Jacob. Moment, Moment. Beenden. Warte. Ich brauche einmal ganz kurz meinen Tonister hier. Jacob anruft. Das war gerade nicht Jacob. Das war der Vater da, ne? Aber kannte der mich nicht auch? Ach, guck mal hier. Da. Hier. Das ist Jacob. Okay. Ah, nein. Warte. Hör auf. Das ist Jacob. Oh. Bin so verpeilt. Okay. Ich gehe nochmal hier hin. Be right back. Also will er uns... We'll find out. Also will er uns doch helfen? Dann habe ich ihn natürlich gerade Unrecht getan, ne? Jeez. It only took Supermom 8 years to give a shit. Okay. Oh mein Gott. Ich war aber ganz kurz... Ich werde mir mal einen Energy Drink nehmen und eine Kleinigkeit essen. Ihr merkt das gar nicht, denn ich bin jetzt gleich sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Oh, ich habe gar nicht... Moment. Mein Headset habe ich gar nicht auf. Time to hit up Jacob. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Sean, ja. Okay, da haben wir mich ja doch ein bisschen vertan. Deswegen, jetzt bin ich gespannt. Jacob wollte uns warnen also. Das habe ich ja ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte gerade, das wäre Jacob gewesen. Ich bin echt gespannt. Krass, dass er die Mutter angeschrieben hat. Jacob, it's me, Sean. Sean? No way. I've been waiting to hear from you for months. So you found my note in your sketchbook? Yeah. Where are you? You have to come here, Sean. I know. I'm not far. In a motel. Good. Listen, I can't talk right now. I gotta go. Wait! Daniel, how's he doing? Meet me tomorrow afternoon on Brandy Highway. There's a junction just above Haven Point. There's a wild mice ranch billboard there. I'll be there at 4. Jacob, okay, wait. Okay. I can't talk, Sean. Be there tomorrow. Please. Okay. 4 Uhr also. An dem Billboard. An der Reklametafel. Damn. Jetzt bist du aber auch noch mit unserer he Mutter really reden. Talk. So viel Kram. All this is so messed up. I'm not going out. Shit. Better wait for Karen in here. Okay, wir setzen uns mal aufs Bett. Das sieht so komisch aus, okay. Auf Karen warten. Let's just rest while I wait for her. If she comes back. Huch, ich stell grad heimlich eine Flasche weg, so. Es klopft. Hey, sorry it took so long. Fucking store was packed. How you feeling?
Nothing broken? Altar boys don't fight fair. Yeah. I'm okay. Double cheese, no onion, right? That'll do. Yum yum. Nom. Got you some gauze and antibacterial stuff for your eye. Hey, don't wolf that down. Or at least take a breath. Like you care. Sean, I do. Come on, Karen. Don't act all hurt. It's too late. Where were you when I broke my leg when I was 13? Not with me. When Daniel got a bad flu a couple years ago, you didn't sleep next to him every night. Where were you? Where were you? Fair enough. So let's talk, because we do have to get your brother out of a cult. I'm listening. How did you two survive alone on the road for that long? Dad taught me responsibility. He always wanted us to know how to take care of each other. Good. How did you go to Beaver Creek? You know I don't have to answer your questions, right? You're right. So tell me what you want from me, Sean. Nothing, Karen. I mean, what do you want from me? A fucking hug? Hey, I just want you to know what I did, and why, if you care. So, ask me anything. So what exactly are you doing in Nevada? You live around here? No. I'm way out in Arizona. Sean, I told you. Your friend Jacob wrote my P.O. box and said Daniel was in trouble. That's it. Arizona? Holy shit. It's just lizards and rocks. Yes, I found something there. New York didn't really do me good, so... All right. Why did you bail on us? I wasn't meant to be a wife or a mother. I thought I was supposed to. I tried to pretend for many years. But I wasn't happy. And the urge to leave just became unbearable. I had no other choice. Are you serious? You chose this life. You fell in love. You made your own choices, right? Making your own choices doesn't mean you can never fool yourself, Sean. After I had Daniel, you were about 8, and Esteban's garage was getting busy. There was so much going on around me, yet somehow I just... I felt that my own life was just slipping away. Felt like an empty shell. Sean, it was the hardest decision I ever made. I knew I might never see you all again, but I took that responsibility. Did Dad know about all of this? I was honest with your father. We did family therapy, but it wasn't about him. It was me. He was heartbroken for months after you left. Years. I was too. I was in love with your father. He was the best person I ever met. But just not enough for you. Something was missing from the equation, yeah. I was. Yeah, okay. Think I've heard enough. I didn't have a choice, Sean. We only have one life, and I didn't want mine to be spent in regrets. For years, I fooled myself, thinking I'd find satisfaction into what society expected me to be, and that was my mistake. I hope someday you can understand that. But I never stopped caring about you. For what it's worth,
I am sorry for hurting you and Daniel and Esteban. Ich hätte mir jetzt echt lieber was anderes gewünscht, irgendwas Übernatürliches, dass sie auch Kräfte hat, dass sie deswegen weggehen musste und so. Also ich mache jetzt nicht, ich weiß, weil ich finde das echt scheiße von der, aber ich weiß, das ist mir zu undramatisch. Auch das hört sich so doof an, das ist für mich gerade zu undramatisch. Wie, hier läuft eine Uhr ab. Das ist gerade so, ja, nö, dann bin ich gegangen, ja, tut mir leid. Irgendwie so, ich verstehe, was sie sagt, aber bei dem, also, das, da noch ein zweites Kind zu kriegen, das ist halt das, wo ich gerade denke, ne, das ist irgendwie so, das ist irgendwie, dann wäre es irgendwie diese Trennung, zwischen dieses Scheidungsding, und dann kann sie ihre Kinder ab und zu sehen, irgendwie, sowas irgendwie, weißt du, aber das ist irgendwie, ich stecke nicht in ihrer Haut, ne, und das hört sich auch irgendwie tatsächlich psychologisch an, dass sie wirklich ein Problem auch hat, ne? Aber wie gesagt, ich bin, das ist mir zu... Seid mir nicht böse. I'm not. We were a real family. Without you. Well, Esteban was meant to be a father. I knew he would take care of you the way you deserve. Except he's dead. We've got no one left. Das ist eine Erklärung, mit der ich jetzt gar nicht gerechnet, so. Naja, man hat sich halt alles ausgemalt und am Ende war es das, naja, was man eigentlich schon wusste irgendwie, ne? Mit den Selbstfindungskram. Oder wie der Erik sagt, wieder vorhin. Das war irgendwie, ich weiß nicht. Na. Sie kann die Jahre nicht wieder gut machen, aber sie kann jetzt wenigstens Sean, einmal. Whatever you want to say to me, this is the time. Let's just get it all out in the open. See what happens. I mean, I get you wanted to leave and stuff. Okay, but why would you ghost us like that? Not even a fucking birthday card. I thought if I vanished, you would all move on. But I wanted to contact you guys so many times. I almost did. Du wolltest einen klaren Bruch. Gut, dass du es nicht getan hast. But you wanted a clean break from us. I didn't want to be a part-time, pissed-off mother. Not fair to any of you. I left when Daniel was still very young, so he wouldn't remember me. Du hast ihm mehr weh getan. Ich hatte nicht so viel Glück. Yeah. I wasn't that lucky. Oh, Sean. I know. Do you want to tell me how you felt then? Or now? I felt guilty that we weren't enough for you. No. You guys were the reason to stay. I left because of me. I hope I can make it up to you, Daniel, someday. I can start by getting his ass out of that church. Cult. Whatever. So, what did you do when you left? Where did you go? I pursued some dreams and failed. Learned the lessons. I guess all this time I tried to find out what really matters to me. Which doesn't involve a husband and two kids. It does to a lot of people, and I totally respect that. Just not to me. I wasn't good at making plans, which is what most of modern life is about, right? School, job, marriage. Ask my mom and dad. They wanted me to follow their rules, their faith. Oh, I tried, but I wanted to find my own way, with no security blanket. Family, religion, social norms. It's just all about security, after all.
but it all just looked like a sweet golden jail to me. I tried to escape that. Yeah. Hope it was worth it. It was. For now, I've found my place in the world, with like-minded people. I'm at peace with my fuck-ups and my decisions. How do you make peace with bailing on your parents, your husband, and your kids? I know, that's hard to understand. But I think people should know who they are. And not fake it for anybody. Ja. Das ist nicht so mein Ding, tatsächlich. Also, Das ist nicht mein Thema. Das ist nicht mein Thema. So, did you ever actually miss us? Or Dad? Of course, Sean. I do miss your father. He had such a big heart. He could brighten up a rainy day. That was like his superpower. But above all, I missed watching you grow up. See how you saw the world. I missed sharing these moments with you, Sean. Well, that's your loss. I don't expect you to believe me. But I mean it. Ich hätte mir das anders gewünscht, mysteriöser und... careless. It's like you can't even realize how much pain you've caused. Ja, das ist es nämlich. That's why I'm here. To help you and your brother. If I didn't step up to help him now, I couldn't live with myself. Kannst du sehen, was aus mir geworden ist? Hey, so, hier. Mind if I bum a smoke? Sure. Still got a few left. Mutter des Jahres. Nein, ich, Entschuldigung. Ja. Das ist aus mir geworden. So. Wow. I haven't seen that lighter in ages. Your dad loved that thing. I know. Only thing I have left of his. Ich hoffe, er kam wenigstens einmal irgendwann ans Grab. No, man. Esteban hated when I smoked. He didn't want me to die an early death. Fuck. Life can be so cynical sometimes. I remember he would smoke sometimes. Long ago. We didn't fight much. But when we did, I would go out on the porch and light up so I could calm down. Esteban would come over and ask for a drag. Then we'd just look up at the sky and watch the stars or the planes. I do miss that. I used to do the same with my best friend, Lila. Sitting on the porch. Just letting time go. That's when you know someone is good to you. When you can just sit together, shut the hell up, and watch the universe do its own thing. Hey, die Sand Snakes aus Game of Thrones. Hier ist so warm, ich will in den Pool springen, egal wie versifft der ist, ist mir egal. We should go back inside.
I gotta change this dressing. Okay. Let's go. Wirklich gut aufgehoben fühlt man sich bei ihr auch nicht. Also, die wird mir nichts tun, aber so... Ja, so ein bisschen diese Geborgenheit, die er ja irgendwie nur bei der Großmutter bekommen hat und sonst halt von niemandem. Er war immer auf sich alleine gestellt die ganze Zeit. Sean, I know I can't change the past. Or what I did. But this is about helping your brother. You gotta trust me this one time. Ich weiß. I know. It's still hard. But yes. We have to be a team to rescue Daniel. We can do it. Okay. How? We need to get in touch with this Jacob. He obviously knows a lot more than us about the church. Well, I called him when you were out. We can meet with him tomorrow. Okay, good. I also got these, just in case. Okay. Better take care of the eye. So, do you need any help with that? Ja, ja, Mama. Habe ich die ganze Zeit alleine gemacht. Thanks. So, you feel like telling me the story here? Vielleicht sollten wir das auch erzählen eigentlich, when oder? We have time. Gotcha. Okay. Das habe ich immer so gestört. Er musste immer der Erwachsene sein und er hat irgendwie, und es ging immer nur um Daniel, aber er selber blieb halt jetzt die ganze Zeit immer auf der Strecke und dann hatte der diesen Moment mit Cassidy und ich habe mich voll für ihn gefreut und das wurde ihn halt so übelst mehrfach zurückgezahlt. Durch Daniel halt wieder. Und damit war ich nicht so einverstanden. Ich weiß, da scheinen sich die Geister, jeder hat eine andere Meinung. Das ist halt meine Meinung. Das ist, war nicht okay. Ich bin nämlich tatsächlich sehr empathisch und kann mich irgendwie auch gut in den Reihen versetzen. Halt. Weil ich, wie gesagt, schon krass finde, wie der das alles durchhält. Hier, try this on. Muss da drunter nicht noch ein... How do I look? Great. Thank you, Karen. Big day tomorrow. So we should get some rest. Aber ich würde das Verbandding trotzdem da drunter machen. I'm ready to get Daniel. Aber das ist doch unhygienisch. Komm, du musst da erstmal das Verbandding drunter machen. Das ist doch besser. Wir stellen uns einfach vor, das hat er sich ins Auge gestopft. Treffpunkt. Am nächsten Tag. Jesus, da hinten. Hier waren wir schon. Eieiei. Oder der Vogelschwarm da oben gerade. Sure he's gonna show up? He better. He promised. Well, if he doesn't find us, we'll find him. I can't believe how much crap you guys have been through. Makes me want to punch in the face each and every asshole that got in your way. Yeah. Good thing we got to meet amazing people, too. Life on the road is all about that. The sweet encounters. Dieser Vogelschwarm. Hope we can see them again someday. Oh, you will. Und der so Wind. Tell me about Daniel. What's he like? Das ist doch kein Zufall. Ich mach das. Well, he's definitely special. Hope so. He's your brother, right? Heads up. Is that him? Yep. Wait here. Sean! What happened?
Jake, I'm not mad, but you better explain everything. I didn't know where else to go. Listen, I saw Daniel come back to the camp that night. Like, he was in shock or something. Then I heard all these sirens and I got scared. I packed a few things, I took a blanket from your tent, and we left together. I also kept the cash you made on the farm. It's in my car. Na komm. You did right, Jake. Thank you. You have no idea what he looked like when I found him that night, Sean. He was in bad shape, with a gunshot wound, and all by himself. I couldn't just leave him there. Also bist du hierher zurück. Was ist mit den anderen? What about the others? Hannah, Penny, what happened to them? They ran over to Meryl's place when they found out Finn and Cass were gone. That was the last time I saw them. Then on our way out here, Daniel told me more about what happened that night. How scared he was. The blast. Daniel feels he's got to redeem himself for what he did. Oh, der hat seinen Bruder da gelassen. I need to get to him, Jacob. He's not guilty of anything. I should have protected him better. Doch. I'm telling you, to be careful with the Reverend Mother. She's waited her whole life for somebody like Daniel. The Reverend knows how to manipulate people. She's good at this. He wants die to Hand stay auf with der her. Schulter. Daniel has faith in the Reverend now. Die Hand auf der Schulter. Das habe ich tatsächlich im echten Leben schon bei manchen Leuten, bei einem speziellen Leute. Nee, da wusste man auch mit manipulieren und so. Und dann wurde das mal dann bei mir gemacht mit der Hand auf die Schulter. Und dann dachte ich direkt so, ich dich! Oh Gott. Das ist so dieser übliche Trick einfach. Du hast nichts getan. Ich habe keine Angst vor ihr. Du hast nichts getan. Did you even try to stop her? Hey, nein, stop das it. Wollte ich nicht machen. Why did you think I wrote to your mother? Das wollte ich nicht machen. Come on. There's manchmal, no way they're gonna let you take him away. Well, too bad. We're not gonna ask for their permission. You must be Jacob. I'm Karen. Hi. Okay. I don't know if you want to do this, but I have an idea. I think school must be over by now, but Lisbeth will stay at the church with Daniel for his special classes. That'll give us time to sneak into the compound before we get to them. I'll be on the lookout. Keep watch in case it all goes to shit. Sean, stay on the walkie. Sounds like a plan. Ja, aber one more thing. Aber Daniel will doch nicht. We have to get my sister too. Sarah Lee. Really, Jacob? Ja, doch. Come on, man. Doch. She's with your parents. I know. Please, listen, Sean. She's not safe here. She's sick. They believe in everything Lisbeth says. And she says she'll cure Sarah with prayers. I know you understand, right? Damn, Jake. We need his help too, Sean. Okay, Jake. Wir holen dir auch raus. I'm listening. Okay. Lisbeth knows what's wrong with Sarah Lee. We need to find her medical record. Okay. I think it's in her home office. Okay. Then I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. Okay? Fine. Sure. I'm gonna trust you on this, Jacob. All good for you, Karen. What if Daniel won't go with you? Wird er auch nicht. He will. I know him. Er wollte doch nicht mit dir mitgehen, Mann. Entschuldigung. Oh, Leute. Als ob das so einfach... Ey, dieser Wind und dieser Vogelschwarm. Ne, kann mir doch keiner erzählen, dass das jetzt zufälligerweise hier so ist. Das hängt doch alles miteinander zusammen. Jetzt fange ich doch wieder mit meinen Theorien an. Rachel, Chloe... Max, Entschuldigung, ganz vergessen. Max, natürlich. Boah, da ziehe ich mir glatt die Hose einmal über den Bauchnabel. Jetzt geht's nämlich los. So. Habe ich wieder runtergemacht. War ein bisschen unbequem.